Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Tech und Community Podcasts. In der heutigen Folge unserer Weihnachtsfolge des Jahres 2023 habe ich einen besonderen Gast, denn ich sitze hier gerade mit Christoph Thierhaus zusammen, auch bekannt als Mr. Redcap oder Mr. Red Shoes, wie es so schön heißt, um mit ihm über Microsoft Loop und, das habe ich jetzt auch gelernt, die Verbindung von People and Digital Change zu sprechen. Er ist MVP in der Kategorie M365 und glatt in zwei Technologiebereichen, nämlich Microsoft Viva und Office 365, wie ich auch lernen durfte. Hallo Christoph, stell dich doch bitte bei unseren Zuhörenden vor. Hallo Thomas, danke für das Intro. Wie du so schön gesagt hast, Mr. Redcap, Mr. Red Shoes hat ein bisschen was mit meiner Projektvergangenheit zu tun, aber ich habe eine geprägte Vergangenheit. Ich bin im Allianz Lebensversicherungs-IT-Dschungel sozialisiert worden vor der Jahrtausendwende. Ich habe da unter anderem mitgewirkt, dass die bernsteinfarbenen Rechner, die auf den Großrechner zugegriffen haben, durch ein, damals nannte man es Golf, grafische Oberfläche Lebensversicherung. Wir haben auf Windows NT 3.5 eine Oberfläche da oben drauf programmiert. Und ich habe mich mit dieser Hilfetextgenerierung und sowas beschäftigt. Ganz verrückte Dinge. Dann hat es mich zu einem mittelständischen, schwäbischen, inhabergeführten Microsoft- und SAP-Beratungshaus geführt, was mir unter anderem auch eine Zeit in der Schweiz beschert hat. Ich habe eine Zeit lang bei Microsoft mal ausprobiert, wie denn das Gras auf den Wiesen eines Herstellers schmeckt, um dann vor etwas mehr als 10 Jahren mit meiner Frau zu entscheiden, bleiben wir in München oder ziehen wir nochmal um, und seitdem leben wir in Münster, weil wir uns und den Kindern das bayerische Schulsystem und die verrückten Münchner Hauspreise nicht antun wollten. Und bin seitdem mit einer IT-Manufaktur unterwegs. Das fing mal an, dass ich mich ganz viel mit dem Thema Know-how-Transfer, Training und sowas beschäftigt habe. Da kommt ja auch unser Kontakt her. Und vor Jahren mal entschieden habe, ich kümmere mich mehr um dieses Thema Microsoft 365 in der Infrastruktur, aber viel mehr um das, was oben drüber geht, nämlich wie müssen wir Mitarbeitende bei dem Thema qualifizieren, mitnehmen, vorbereiten, damit das auch dauerhaft ein Erfolg wird. Und jetzt zu guter Letzt, seitdem Loop auf dem Markt ist, habe ich das für mich so ein bisschen als mein Leib- und Magenthema herauskristallisiert, und ich amüsiere mich mit anderen immer drüber über diese wunderbare automatische Übersetzung, die sich da Schleifenanwendung nennt. Das ist ein Traum, oder? Manchmal denkst du, meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die schnüffeln jeden Morgen an einem Fässchen Lack, wenn die sowas machen. Aber es ist wirklich Schleifenanwendungen. Du findest, das ist durchgehend. Also es ist in allen Dokumentationen, es findet sich sogar in manchen administrativen Einstellungen, dass die auf einmal von Schleife sprechen. Und du musst halt ganz genau gucken, ist es eine Programmierschleife oder ist es eine Loop-Komponente? Vollkommen irre. Also ja, total. Aber ich meine, immerhin konsistent, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist ja ein gewisses Maß an Freude heutzutage. Ich habe mir allerdings, das fällt mir gerade auf, wo ich mit dir so darüber mich so ein bisschen amüsiere, man müsste mal in anderen Sprachen gucken, ob es da quasi als das entsprechende sprachliche Pendant besetzt wird. Ich kann jetzt natürlich logischerweise, wie es sich gehört, im Englischen ist es Loop, ja, kriege ich noch hin, aber jetzt müssen wir mal in Französisch, Spanisch und Co. nachgucken. Das nehme ich mir mal vor, und wenn wir uns dann irgendwann später mal wieder zu dem Thema treffen, dann werde ich das dann parat haben, ob es das in anderen Sprachen auch so deppert übersetzt haben. Ja, du könntest auch sagen, das ist einfach eine kleine Aufforderung an unsere Zuhörenden natürlich auch gerne, die in anderen Sprachen beheimatet sind, und bitte mal nachschauen, was denn Microsoft Loop in eurer Primär- oder vielleicht auch Sekundärsprache denn so bedeutet, wie übersetzt ist. Vielleicht ist ja doch auch noch der ein oder andere Lacher dabei. Vielleicht gibt es ja eine extra Variante auch für Schweizerdeutsch. Wer weiß das schon? Ich weiß schon, wen ich frage. Wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, setze ich ganz kurz eine Nachricht an jemanden ab. Wie es denn rätoromanisch übersetzt worden ist. Auch schön. Gibt es die Doku eigentlich auch auf Latein? Ich sehe gerade ein bisschen Bild. Du hast über Microsoft Loop auf zahlreichen Konferenzen so in diesem Jahr gesprochen. Was begeistert dich denn eigentlich so an diesem Thema? Ich bin schon immer jemand gewesen, den es wirklich nerven kann, wenn ich mich immer erstmal mit jemandem drüber abstimmen muss,
Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir ein Word-Dokument, um was reinzuschreiben? Nehmen wir eine verrückte Excel-Tabelle, um was reinzuschreiben? Nehmen wir das von mir heißgeliebte OneNote oder? Das heißt, immer erst einmal, wir denken in Applikationen, im Ernstfall auch in irgendeiner Matrix, was muss ich alles erledigen? Daraus kullert eine Applikation. Das macht mich latent ein bisschen irre. Und Loop gibt mir jetzt ja quasi mal die Chance, so das Beste aus allen Welten rauszunehmen. Ich nehme mir eine Funktion, die in Word halt hervorragend funktioniert, kombiniere das mit einer Funktion, die halt in Excel hervorragend funktioniert, und dann habe ich so dieses Thema Loop-Komponenten. Also dieses dynamische, kleine Puzzlesteine, und was jetzt halt für mich total cool war am Anfang, es funktionierte ja erst einmal nur in Teams und dann in Outlook und dann nur so im Chat und in so einer kleinen Mail. Aber allein diese Idee, ich kann es jemandem auch schicken, der sich mit aller Gewalt gegen Teams wehrt, ja, den kopiere ich halt in seine Outlook-E-Mail, dann hat er seinen Frieden, aber ich bin meine Information losgeworden. Und das fand ich schon ganz interessant und auch mal so diese Herausforderung, wenn du das mehr betrachtest, dieses Strukturthema aus Microsoft 365, welche App und diese Vielzahl, die so dahinter ist, und du guckst immer in die Augen der Leute und die denken immer nur so, mit was kommt denn jetzt um die Ecke? Also noch eine neue App und noch ein neues Thema. Und was kullert denn hier raus? Und jetzt kriegst du ja dieser Tage mit, jetzt wird mein altes Steckenpferd Delf, wird jetzt nächstes Jahr beerdigt. Ja, ich bin jetzt nicht traurig, weil man hat es halt auch versäumt, das Thema richtig zu positionieren und den Mehrwert herauszustellen. Aber dieses für unsere normalsterblichen Anwendenden, die halt nicht wie wir sich Tag ein, Tag aus mit dieser Infrastruktur und mit diesen ganzen Themen im Hintergrund beschäftigen können, sondern die arbeiten sollen. Das sind halt so kleine Puzzlesteine, durchaus einen Vorteil auf dem Weg. Aber auch da bin ich transparent. Du guckst immer in große, weit aufgerissene Augen, wenn du ein bisschen über das Steckenpferd erzählst, was da so alles geht. Und dann guckt sich immer jeder an und sagt da, okay, es gibt nicht nur eine Ebene, es gibt eine zweite, eine dritte, eine vierte. Das soll mal jemand verstehen. Kann ich ja, aber es ist das nicht auch irgendwo ein Risiko, wenn diese Auswahlvielfalt so groß ist, dass ich mir überlegen muss, ich kann eigentlich das eine, was ich machen möchte, auf so vielen unterschiedlichen Wegen erreichen. Das ist durchaus ein Risiko, wenn du es nicht schaffst, in die Köpfe der Mitarbeitenden zu kommen, ich sag's mal, über die App-Grenzen hinwegzudenken. Aber unheimlich oft, also ich muss jetzt gestehen, mir fällt gerade der Name des Kollegen nicht ein, der das gepostet hat. Der saß auf einer Konferenz und hat einen Screenshot von der Keynote gemacht. Da stand vorne nämlich drauf, jede neue Excel-Tabelle ist ein Schrei nach Hilfe. Denn ich muss wirklich nachgucken, weil ich habe ihn neulich noch mal in einem anderen Thema, in einem Workshop zitiert. So, also wenn wir uns überlegen, wie Excel, Word oder Co. teilweise, jetzt bitte nicht missverstehen, aber quasi vergewaltigt wird, um bestimmte Dinge zu erzielen, dann stellt sich mir halt die Frage, wenn ich das einfacher machen könnte, dann wäre es ja unter Umständen auch zielführend. Es ist immer noch so, das müssen wir ja ehrlicherweise uns auch zugestehen, wir sind in der Vergangenheit über Applikationen und über Ablagestrukturen IT-technisch alles sozialisiert worden. Ja, warum ja. Haben wir alle solche Ordnerstrukturen? Weil das ist halt unser Wegweiser. Ich finde irgendwo was. Wenn du heute jemand sagst, gib doch mal einfach nur so einen Begriff oben im Suchfenster ein, dann spuckt das dir schon aus. Aha. Ja, wenn wir 25 Jahre lang einen Linkslenker im Auto gefahren sind, dann ziehen wir um und fahren ab morgen einen Rechtslenker, kennt jeder von uns, einmal in England oder wo auch immer gewesen. Mhm. Die ersten drei Ausfahrten am Parkplatz gehen immer falsch, weil wir landen auf der falschen Straßenseite. Ja, das ist immer der entscheidende Vorteil, das Ganze dann zu erlernen, während auch noch andere Menschen dort vor Ort unterwegs sind, weil da kann man sich dann hinten an die Rücklichter dranhängen. Ja, da ist das Risiko, dass du in die falsche Straße, also falsch in die Straße reinfährst, noch relativ gering. Wenn du solo unterwegs bist, dann beginnt der spannende Teil der Reise. Bin ich bei dir. Also dieses Thema Loop, um es zu verstehen, habe ich auch ein bisschen gebraucht, um die Optionen dahinter zu erkennen. Das ging schon alleine nicht mehr. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich halt jemand bin, der eine bestimmte Abfolge von Funktionalitäten braucht, dann wird sich mir der Mehrwert nicht auf den ersten Blick erschließen und auch schon nicht auf den zweiten, um da ganz transparent zu sein. Ja, ich meine, du hast natürlich jetzt auch schon eingangs gesagt, dass hier deine
Historie so ein bisschen in der Versicherungsbereich beheimatet ist. Und das ist natürlich jetzt gerade so ein Geschäftsfeld, was sehr darauf bedacht ist, dass Dokumente und Dateien mehr so einen Dokumentationscharakter haben. Also ich sage immer vorsichtig, Unveränderlichkeit im weitesten Sinne. Und da komme ich jetzt dann so ins Spiel, weil ich komme so mehr aus der Mailing-Ecke. Und ich habe sofort gesehen, so ist total toll, eine Loop-Komponente in der E-Mail reinzupacken, ist total schnell gemacht und easy und wir können mit allen Leuten dran arbeiten. Aber der Wahnsinn beginnt ja dann, wenn dann die Erwartungshaltung da ist. Ich schaue dann in den Ordner gesendete Elemente in meinem Postfach und die Mail ist gar nicht mehr so, wie ich sie gesendet habe, weil jemand hat hier in der Loop-Komponente gearbeitet. Ja. Ein echter Paradigmenwechsel. Also, es beginnt eher nicht die Freude, sondern meistens das große Entsetzen. Ja, also wenn du ganz große Augen produzieren willst, dann zeigst du das einmal und dann guckt dich ja schon so fast comichaft ein Gesicht an, wo die Augen größer sind als der Rest des Menschen. Und dann siehst du auch, wie es da oben anfängt zu rattern. Deswegen ist es halt extrem wichtig, dass man auch die Rahmenparameter für sich selber und für seine Mitarbeitenden im Sinne von meine Coworker definiert. Wofür wollen wir dieses Thema benutzen? Wie wollen wir es benutzen? Welche Chancen sehen wir da drin und welche Risiken sehen wir da drin? Also dieses jetzt nicht nur, dass es quasi unveränderlich, ich sage nur Stichworte Governance und Security, kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich es überlebe oder ob du sagst, na, jetzt kannst du aber auch nach Hause gehen. Schauen wir mal ganz gut. Aber diese Thematik erstmal so etwas wie, du fängst klein an, du schreibst dir mal ganz schnell so eine Agenda-Liste. Also, na, was heißt nicht eine Agenda-Liste? Du schreibst dir einfach mal so eine Bullet-Point-Liste runter, deine 5, 6 Stichpunkte, damit du die mitnehmen kannst. Da geht's ja heute schon los. Wo schreiben wir sie denn hin? Wer kann sie denn danach verändern und Co.? Und wie ist dieser Ablauf? Das ist das eine und das ist Chance und Risiko auf beiden Seiten. Ich verstehe jeden, der sagt, es ist extrem schwierig, dass ich statische Inhalte mit dynamischen Inhalten habe, die in 5 Minuten nicht so aussehen, wie ich es gerade noch im Kopf hatte. Bin ich sofort bei. Ja. Auf der anderen Seite nehmen wir nun mal so etwas wie eine Agenda für ein gemeinsames Meeting. Ja, puh. Du lädst mich ein, du schreibst die 5 Agenda-Punkte hin und ich schreibe dir dann zurück, was du bitte noch ergänzen möchtest. Puh, wenn ich sie gleich unten drunter schreiben könnte, wäre vielleicht schöner. Vielleicht, eventuell, wenn wir beide genau wissen, dass das so kommen kann. Ja, aber das ist natürlich genau der Punkt, weil das wirklich ein Wechsel ist, halt ein Paradigmenwechsel, möchte ich ja fast sagen. Ja, aber es ist halt etwas, was auch begleitet werden muss, nicht nur einfach so hingeworfen, hier sind die Loop-Komponenten, macht was draus, lieber Anwender, sondern zu sagen auch, wie sollt ihr da in Zukunft mit umgehen und wo funktioniert es gut und wo vielleicht auch eher nicht im Unternehmenskontext? Das ist, ich hab einen Teil meiner Kunden habe ich in der Tat empfohlen, das erstmal zu deaktivieren. Also ich bin hingegangen, habe quasi gesagt, klemmt mal in eurer Umgebung mein Leib- und Markenthema ab. Die gucken dich dann immer mit ganz großen Augen an. Und die Argumentationskette ist in aller Regel, wir kommen gerade mal mit euch auf der neuen Plattform an. Dann lasst uns erstmal den ersten Schritt gehen, dass die Leute sich überhaupt mal mit vertraut machen, dass man verrückterweise Dinge auch jetzt im Browser benutzen kann und das funktioniert. Also diese ganzen Mythen, die da immer noch in verschiedenen Unternehmen unterwegs sind, also an der Wahrnehmung, Word kann nichts im Browser, Excel im Browser ist eigentlich auch nichts. Also jetzt mal so ganz salopp gesagt, oder dieses oder jenes geht nicht. Das ist ja schon eine echte Herausforderung für alle, die dieses Thema noch betrifft. Wir lachen da jetzt so ein bisschen als Berater drüber, weil wir seit 10 Jahren nichts anderes tun. Aber wenn man es dann mal vor Ort live erlebt, welche Befürchtungen, welche Ängste da hochkommen. So, und dann gehe ich wirklich hin und sage, klemmt das mal komplett ab, inklusive das Thema, dass du diese dynamischen Agenda im Teams-Meeting hast, selbst das lasse ich rausnehmen und sage halt, wenn wir ein Jahr lang auf der Plattform sind, dann können wir über diese Themen sukzessive mal nachdenken und dann auch in einer kleinen Testgruppe erst mal anfangen loszulaufen, um genau zu merken, was haben wir gar nicht alles auf dem Radar, was denen da so durch den Kopf geht. Ja, gerade halt, wenn du mit einem Unternehmen zu Microsoft 365 gehst,
rasselt ja eine ganze Menge an Veränderungen, neuen Werkzeugen, neuem auch Verhalten der Applikation auf die Anwendenden ein. Ja, und das ist natürlich dann wirklich halt schnell vielleicht auch zu viel, dass da dann begleitet eingeführt werden muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, da bin ich auch ganz transparent, ich bin ja jetzt nicht für zurückhaltende Diplomatie auch meinem Ex-Arbeitgeber gegenüber bekannt. Also da klopfe ich ja dann auch gerne drauf. Da sage ich Ihnen auch heute noch in den Calls mit der Produktgruppe, das Tool an sich, die Idee ist für mich genial. Die Art und Weise, wie man bestimmte Dinge einfach, entweder sie sind auf einmal da oder sie sind da und sie sind wieder weg, ist gerade bei dem Tool nochmal eine Nummer dümmer, als es woanders sein kann. So, jetzt habe ich mich komplett geoutet, dass ich da auch auf Krawall mit denen bin. Ich habe mal zu gesagt. Es ist ja so. Ich meine, gerade wenn es um die Integration von Loop in Microsoft Teams geht und du nicht hundertprozentig sagen kannst, wenn von deinen 100 Usern, ich sag mal, 25 unterschiedliche Teams-Versionen im Einsatz sind, ja, ob alles sich gleich verhält. Das ist ja das Dilemma auf der administrativen Seite. Du weißt halt manchmal nicht, wenn irgendwie, nennen wir es mal ein Fehlverhalten einer Komponente, ist es ja so wirklich technisch bedingt oder muss ich nur warten, dass der betreffende User halt dann die passende Teams-Version bekommt? Ja, das ist das eine und also ich habe neulich auch, da ist es mal so, wie es manchmal passiert, Fässchen war bei mir voll und dann saß ich mit zwei Product Managern und einem UX-Entwickler in einem Call und es sprudelte nur so aus mir heraus und mich guckten drei Augenpaare an. Es war so ein bisschen Tom und Jerry, wie wenn der Kater guckt, dass jetzt gerade diese riesen Bulldogger auf sie zurennt. Also man möge sich nur, ich hab so drei Fragen gestellt, die da hießen, können wir uns bitte vielleicht auf eine einheitliche Ablagestruktur für die einzelnen Komponenten in den Tools einigen? Da guckten die mich mit großen Augen an und sagten, was ich denn genau meinte und machte ich nur ganz kurz mal einen Demo-Ten auf, sage ich also, einmal Variante 1, Variante 2, Variante 3, ihr habt vier Varianten. Wie soll denn das bitte der normalsterbliche Anwendende da draußen verstehen? Ja. Vollkommen gaga. Und dann erzählten sie mir, wie toll das wäre, wo ist das jetzt alles zur Verfügung? Ich sage, ja, und jetzt denkt 5 Jahre in die Zukunft, ein Team mit 20 Mitarbeitern, die sehr aktiv da drin sind. Wisst ihr, wie das da drin aussieht? Da ist ein Messi-Keller, nichts dagegen. Und dann fing es auf einmal an, bei denen zu rattern. Ich habe gesagt, Leute, das ist doch jetzt bitte nicht das erste Mal, dass ihr darüber nachdenkt, was das heißt, was ihr da tut. Und das ist ja, so doch. Ein... Ja, also das wissen wir beide jetzt auch mal. Also ist ja also auf die Gefahren, dass du mich gleich überpiepsen musst. Ich sag dann gerne auch mal, das ist halt dummerweise, wenn die linke Pobacke nicht weiß, dass die rechte pupsen will. Das passiert da gerade. Ja, natürlich. Es ist halt so, oder? Ich meine, wie du schon sagst, dass es halt je nachdem, wo du mit einer Loop-Komponente startest, der Ablageort unterschiedlich ist, das Verhalten, ob sich Dateinamen bilden oder halt einfach nur Standarddateinamen genommen werden, die durchnummeriert werden, total unübersichtlich, um es freundlich zu formulieren. Ja, also nicht nur Ablageort, sondern auch noch, wie es in den verschiedenen Ablagenorten gehandelt wird. Also ich nenne dir jetzt ein Beispiel, du wirst wahrscheinlich gleich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Wir wissen, wenn du es in dem Teams-Chat anfängst, wenn du in Outlook anfängst, wenn du in Word oder in Whiteboard anfängst, dann wird es im OneDrive des Erzeugenden oder der Erzeugerin hinterlegt. Und zwar einfach in 4 dazugehörigen Ordnern. Können wir jetzt alles auf. Jetzt kommt's. Wenn du das in Whiteboard machst, dann wird in dem Ordner Whiteboard ein Unterordner generiert, der nennt sich Components. Irgendwie schlüssig. Und weil du gerade gesagt hast, kriegen die Dinger einen Namen oder nicht, oder heißen sie einfach nur Loop 1, 2, 3? Wenn du Geduld hast und wenn du Kaffee kochen gehst, dann kriegen die auch überall einen Namen. Aber auf die Idee musste mal kommen. Zufallsprodukt. So. Jetzt wissen wir beide, seit kurzem kannst du diese Komponenten auch in Teams Kanälen anlegen. Aber jetzt kommt es noch viel besser. In dem Kanal, wo du es machst, da wird auf der obersten Ordnerebene, also du bist im Ordner allgemein, dann wird es halt im Ordner General, weil wir halt wissen, der heißt halt so. Wenn du im Kanal Pimpelhuber bist, dann wird es im Ordner Pimpelhuber abgelegt. Auf der obersten Ebene
So, jetzt packen wir da mal 150 Loop-Komponenten nach drei Monaten rein und dann liegen da halt dummerweise noch 300 Dokumente. Ja, supi. Das ist doch fantastisch, oder? Wir könnten auch sagen, einfach Grütze. Jetzt wird es aber noch besser. Die Loop-Komponenten funktionieren ja in einem Standardkanal, in einem Private-Channel, als auch in einem Shared-Channel. So, jetzt gehst du in den Shared-Channel, da wird ein Unterordner angelegt. Warum wird das nicht im Standardkanal und in einem Private Channel ähnlich gemacht? Gucken dich die erwähnten drei Augenpaare an. Ist das so? Sagst du, ja, es ist so. Und dann fragst du dich halt, fliege ich gleich rüber, schwimme ich rüber, nehme ich ein U-Boot oder warte ich, bis wir im März auf dem Summit sind und klopfen dann drauf? Also. Ja, ich würde es auf jeden Fall bis März warten, mal gucken, ob sich bis dahin noch etwas tut. Aber wir wissen ja auch, dass im Rahmen der sogenannten agilen Softwareentwicklung war halt die Erstellung eines separaten Ordners für die anderen Kanäle nicht Bestandteil der User Story. Wie sagte ein Kollege neulich von uns beiden, das kann man sich manchmal gar nicht ausdenken, was die da machen. Nee, ich meine, der Laden ist ja nun mal halt auch ein Tanker. Ja, also unbestritten, ich bin da ganz transparent, da gibt's noch einiges an Baustellen, die man dabei erledigen muss. Und um auch transparent zu sein, um den Mehrwert von Loop und Co. zu transportieren, brauchen wir noch zweieinhalb Jahre. Ja, also ich gehe da auch davon aus, dass da noch eine gewisse Entwicklung notwendig ist, weil wo wir gerade einmal dabei sind mit den Auffälligkeiten in Loop-Komponenten, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Fähigkeit einer tabellenbasierten Loop-Komponente beizubringen, dass wenn ich in einem DE-Mandanten mit einem kompletten Account, der für DE.de konfiguriert ist, doch bitte auch dann DE-Local für Zahlenformate hätte. Ja, Dezimaltrenner und so ein Kokolores. Das ist ja eine vollkommen verwegene Annahme. Es ist so ein ganz intimer Wunsch von mir. Ich habe da jetzt erstmal so meine Übergangsfrieden mitgemacht und gut ist. Echt, da denkst du ja auch so, dieses Local-Settings und es gibt auch andere Länderformate, das ist doch jetzt nicht so neu. Ja, wobei, jetzt gucken wir beide uns tief in die Augen. Durchgehend geregelt kriegen die das seit noch nie. Also es ist ja nicht nur Loop, ne? SharePoint-Lists würde mir spontan auch einfallen, da kriegen sie es auch nicht geregelt. Ein Shell. Es könnte aber auch zufällig sein, ich müsste mal nachgucken, ob das die gleiche Entwicklertruppe ist. Das geht mir gerade so auf. Oder ob wir Codeschnipsel davon wiederfinden. Nein, jetzt Spaß beiseite. Also es gibt noch ein paar Dinge, da ziehe ich schon ganz kurz die Mütze ab und graul mir das restliche Deckhaar und überlege, was machen die da. Auf der anderen Seite finde ich es vollkommen faszinierend, wie schnell sich das weiterentwickelt, dass du GitHub integrieren kannst, dass du Jira oder Trello-Boards reinpacken kannst, wir sind gerade in einer ganz tiefen Diskussion mit ihnen, dass sie Visio als Loop-Komponente einbinden. Bitte was? Ja, genau, du guckst mich gerade an, das können die anderen, wenn sie das dann hören, nicht sehen. Also dieses verrückte Zeichentool, was du ja mitkriegst, wenn du die Lizenzen gekauft hast, weil sie kamen irgendwann mal an und sagten, was würdest du denn für sinnvoll halten? Also sie fingen an, sie reden gerade mit Figma und sie reden mit allen verschiedenen Dingen. Sag ich, Leute, aber Visio, das hat jeder. Da muss er nichts lizenzieren, habt ihr mal drüber nachgedacht. Also, dass du eine Visio-Zeichnung als Loop-Komponente irgendwo hinpackst und sich auch das synchronisiert. Also, Shenhai fände das ziemlich abgefahren, wenn das so käme. Er hat mir dabei geholfen, die entsprechenden Argumente zusammenzuschreiben, muss ich auch dran sagen. Das ist eine schöne Idee. Und solche Themen, oder ich bin mit einem anderen Kollegen gerade da dran, du kannst Loop-Komponenten mit Adaptive Cards bespielen. Also es gibt, die SAP hat das schon gezeigt, dass du was aus dem SAP-System in eine Adaptive Card als Loop-Komponente einspielst. Dann wird schon ziemlich durchgeknallt, was man sich da so vorstellen kann. Jetzt gehe ich direkt noch weiter. Gibt es denn, wie wär's denn mal mit dann Project in Loop? Ich habe da eine ganz tiefe Hoffnung, weil sich ja Planner verändert und Project integriert und wir heute schon Planner als Komponente bedienen können, habe ich da eine sehr gute
Hoffnung ist jetzt eigentlich der falsche, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das im nächsten Jahr auch einfach in einer viel breiteren Vertiefung sehen. Was wir ja momentan schon können, ist, dass wir den ganzen Plan als Komponente in eine Loop-Page oder sowas packen können. Was ja kommt. Gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Ja, und also was ich jetzt schon gesehen habe, ist, du nimmst diese Loop-Komponente und kannst die zum Beispiel dann in eine Teams-Kanalunterhaltung packen. Jetzt wird es halt richtig interessant. Das heißt, wenn du halt in deiner Unterhaltung auch quasi direkt 2, 3 Elemente aus deinem Planner hast oder den ganzen Planner, um darüber zu diskutieren, wird es halt super interessant. Ich habe dann schon weiter angefangen zu überlegen, lasst uns doch mal Meeting-Templates bauen, wo der zu der Gruppe gehörende Planner integraler Bestandteil ist. Das wäre, also Meeting-Templates, also dafür wäre ja dann nochmal ein Traum, jenseits von dem, was aus Teams sich bisher darunter so sich vorgestellt wird, ne? Also da diese Baustelle ein bisschen weiter so zu denken und zu, also kreativer zu anzupassen, das wäre echt schon cool. Ich glaube, dass du einfach, ich habe es neulich mal gesagt, man darf ruhig mal ein bisschen halluzinieren. Um da mal ein paar Vorstellungen zu entwickeln. Ja, also jetzt ohne, dass wir Co-Pilot brauchen, der ja auch ab und zu mal Halluzinationen hat, sondern einfach mal, also ich spiele gerade in ganz vielen Ecken und schreibe mir das dann in meinem Loop-Workspace zusammen. Ich spiele mal Pippi Langstrumpf, ich baue mir meine Loop-Welt, wie sie mir gefällt. Und damit gehe ich gerade so ein bisschen auf die Produktgruppe los. Mit vielem laufe ich noch von Poller, ich bin noch nicht clever genug, ihnen zu verkaufen, dass man das unbedingt braucht, aber das ist jetzt, lerne ich gerade noch. Achso, du musst direkt den Use Case mitliefern, ja, und die potenzielle Kundschaft, die das braucht. Das ist so ein Thema, deswegen habe ich da mit Mr. Wieso ja mal quasi mich zusammengesetzt und gesagt, lass mich ganz kurz verstehen, wie du da drauf guckst, und dann ratterte das nur so aus dem raus, ich muss es dann für mich packen, aber so wie du gerade gesagt hast, so Meeting-Templates und Co., mir fallen halt immer wieder Dinge ein, aber ich bin immer noch dabei, wir müssen das erste Mal für die normale Anwenderschaft wirklich erklären können, was da passiert. Dann müssen sie auch die Chance haben, das für sich zu verstehen und umzusetzen. Und dann ist es ganz, das ist ähnlich wie Power-Plattform. Du musst ganz genau Leitplanken definieren und Modelle dahinterlegen. So wollen wir es nutzen, so können wir es nutzen und bestimmte Dinge wirst du auch schließen müssen. Ja, ich meine, und dann, du hattest das ja eingangs schon erwähnt, dann kommt natürlich da nochmal die Compliance-Mannschaft durch die Tür gelaufen, die dann in irgendeiner Form auch bitte nochmal nachvollziehen möchte, dann doch, wer hat denn wann was wo geändert und vielleicht auch überflüssigerweise mal gelöscht? Ja, also auch da bin ich immer so ein bisschen, ich bin ja immer so nassforsch, ja, und sage ja immer, ist alles kein Thema. Ich lerne dann in der Diskussion, dass es sehr wohl ein Thema ist, weil wenn jemand komplett anders drauf guckt, als ich jetzt aus dem, was ist denn technisch möglich und was können wir als Use Case abbilden? Also wir können ja jedes Loop-File, was quasi hinter so einer Komponente steckt, hat ja erst einmal die typische aus Microsoft 365 bekannte Versionshistorie. Die können wir uns schon angucken. Sie ist nicht ganz identisch mit dem, was wir aus Word und Excel kennen, weil sie etwas gröber gefasst ist. Das Zweite ist, ich kann an jeder Komponente am Inhalt schon sehen, ob du das erste Wort verändert hast und ich zweites und drittes. Aber das ist halt nicht das, was die Compliance-Leute gerne von uns hätten. Hey. Das ist schon nochmal durchaus schwierig. Also mir gefällt halt mittlerweile, dass du einfach die Chance hast, Dinge auch quasi eingefroren jemandem zum Angucken zu geben. Also dass du es irgendwo hinpackst und da gucken die Leute nur lesend drauf und 2 oder 3 Leute können Inhalte ändern. Aber das ist so weit verzweigt, weil das hängt mit Tenant-Grundeinstellungen zusammen. Wenn da deine Sharing-Grundeinstellung erstmal ist, alle meiner Company dürfen alles, dann kriegst du es nicht mehr runtergeregelt, weil wenn du es dann einmal angelegt hast, dann ist es halt auf dem obersten Level. Das sind aber auch so Dinge, wo ich dann halt denke, wieso kann ich dann noch einen Dialog aufrufen, in dem ich vermeintlich Leserechte vergeben kann? Das ist für den normalsterblichen Anwender, Anwenderin auch nicht nachvollziehbar. Wir kommen da irgendwann mal drauf, wenn wir eine Viertelstunde unsere Synapsen ein bisschen arbeiten lassen, dann macht es irgendwann mal Klick, manchmal auch ein bisschen schneller, aber ich habe da auch, weiß ich, bin da drauf, ich habe eine halbe Nacht damit rumprobiert und irgendwann hat es mal Klick bei mir gemacht. Sag ich, wie aus, hättest du mal die Mütze runtergenommen, das Gehirn durchlüften lassen, dann wärst du sofort drauf gekommen, dass du ganz am Anfang einen company-weiten Sharing-Link generiert hast.
den kriegst du nicht mehr runtergeregelt, weil du hast ist halt ja den Sharing zu allen Türen. So, so ist das. Also eben. Solche Themen sind halt nicht so prickelnd. Wenn du es andererseits, das war am Anfang immer mal, wenn in den Grundeinstellungen ist, dass das erste Mal diese bestimmte Personen ist, dann hat es in Outlook nicht funktioniert. Musst du aber auch drauf kommen, dass es an dieser Grundeinstellung im Tenant liegt. Ja, dann hast du das zwar an jemanden rausgeschickt, der hat aber keine Zugriffsrechte. Genau. Denkst du noch, wie, was, ja, verstehe ich jetzt nicht. Ja. Musstest du dann auch 5-mal nachdenken, weil du nicht die Chance hattest, denn quasi da, du was gehst halt davon aus, ja, ich schicke es an den Räuber Hotzenplotz, der ist bei mir im Tenant, dann geht's. Ja, das war es halt, weil das ist halt, ne, zweimal das Gleiche ist noch lange nicht dasselbe. Ne? Das ist halt das große Problem. Ja, ich habe da ganz oft gelernt, dass 1 und 1 manchmal nur 0,5 ist. Und ich war in der Schule nicht das Mathe-Genie. okay, das lassen wir mal an dieser Stelle ganz kurz unvollendet. Lass aber über dieses andere Thema kurz aufgreifen, das ja so gegenwärtig in aller Munde ist, nämlich AI. Was denkst du denn so über die zahlreichen Copilot-Implementierungen in Microsoft 365 und Co.? Ja, ich habe ihn in Loop schon gefunden. Ich arbeite auch schon mit deinem persönlichen Copiloten. Also ich habe meinen persönlichen Copiloten gefunden in meiner persönlichen Demo-Umgebung. Das wird super interessant, weil es gibt so eine Funktion, fasst mir mal eine lange Seite zusammen. Das macht der Copilot für dich. Und zwar ziemlich coole Geschichte. Oder du fängst an, das hast du in Loop auch schon. Das ist noch ein bisschen fake am Anfang gewesen. Du sagst ihm bei einem Anlegen von einem Workspace-Arbeitsbereich, wofür der dienen soll. Packst ein paar Stichworte drunter und dann packt er dir auf der rechten Seite in der Auswahl ein entsprechender Templates hin. Das war am Anfang immer, du konntest da reinschreiben, was du wolltest, da ist nichts passiert. Und dann habe ich mal ein paar meiner ehemaligen Kollegen angerufen und gesagt, Leute, ich müsste mal bei euch in einen Tenant gucken, der A, ein bisschen vor meinem umherfährt und der zufällig in den USA ist, wo wir bestimmte Diskussionen gerade nicht haben. Und siehe da, du hast drei Stichworte eingetippt und dann kam rechts auch wirklich, also das Bild passte, die Templates passten. Habe mich aber auch eine Woche für gebraucht. Ich habe immer erst gedacht, also ja, du lernst gerade Prompts schreiben und Co., aber warum kriegst du das jetzt hier nicht hin? Da kommt halt schon noch mal eine ganze Menge, weil du hast zum einen dieses Thema, dass du ihn direkt in Loop selber benutzen kannst. Du kannst auch dafür sorgen, jetzt denken wir mal weiter, du hast dieses ganze Thema Meeting-Zusammenfassung und Co., wo der Co-Pilot dir ja hilft oder du hattest zu verschiedene Themen. Da generiert er dir im Ernstfall auch Aufgaben draus. Und wenn die jetzt halt nur Richtung Planner und Co. wandern, dann wird es halt super interessant. Weil ich habe Loop vor ein paar Monaten für viele Kundenprobleme als Lösung entdeckt, nämlich, wenn du so eine Aufgabenliste, diese Loop-Komponente Tasklist benutzt, dann wird im Hintergrund immer ein sogenannter Leitwertplanner generiert. Und den habe ich benutzt, um in Private Channels Planner-Komponenten zur Verfügung zu stellen. So richtig von hinten durch die Brust ins Auge gearbeitet. Das ist ja ganz schwierig. Nee, hat total, also ich habe ein Kundenproblem gelöst. Jetzt, also governance-mäßig ist es puh, aber es ist quasi dem vorweggenommen, was jetzt kommt, wenn du dir mal anschaust, wie sich Planner weiterentwickelt und wie sich das alles miteinander verhält. Ich habe es einfach nur ein Stückchen vorweggenommen. Aber es war so ein klassisches Thema, wo wir sehen, dass dieses verrückte Thema an ganz anderer Stelle ein Lösungsszenario auf einmal eröffnet. Unter uns Technikern, es ist nicht 100% sauber. Der eine oder andere hat mal zu mir gesagt, hast aber schon echt hingefummelt. Ich habe gesagt, nee, du musst es nur sauber dokumentieren, du musst mit der IT vorher sprechen, ob es für die in Ordnung ist, du musst ein paar andere Themen im Hintergrund im Kopf haben, weil das ist ehrlicherweise, es ging schon immer, schon sehr lange, dass du Dinge aus dem persönlichen Kontext OneDrive, was wir vorhin mal hatten, wo so Loop-Komponenten landen können, die konntest du schon sehr lange Richtung SharePoint verlagern. Also verschieben und sie haben immer noch funktioniert, es hat sich nur nie jemand getraut, das auszuprobieren. Ja. Dann bin ich wenigstens mal aus dem Kontext raus, weil wenn wir beide morgen aufhören zu arbeiten, weil wir bei einer hier ansässigen Lottogesellschaft die 100 Millionen mitnehmen und denken, na, für 6 Wochen könnte es jetzt mal reichen, wir machen erstmal nichts.
Dann, also ich warte auf den ersten Kunden, der sagt, wie kriegen wir das, diese verschiedenen Komponenten denn aus dem OneDrive eines Besitzers A heraus? Und du denkst immer nur so, gar nicht. Genau, richtig. Nicht das wirklich. Ist natürlich definitiv also, ein spannendes Thema, aber das gerade der die Denkweise aus diesem Ich-Arbeitsbereich oder mein Arbeitsbereich zu dem Wir-Arbeitsbereich, wo wir im Team zusammenarbeiten, da ist auch so eine, ich sag mal, eine Bedienhürde, die an die oft nicht gedacht wird. Ja, es gibt so ein paar Dinge, wo du manchmal überlegst, was haben sie da gemacht. Also ja, wir haben es jetzt, das ist so ein bisschen wie Forms. Also wir beide wissen jetzt zufällig, dass du Forms, die in deinem persönlichen Kontext angelegt worden sind, die kannst du über ein Webformular 1:1 über einen Service Request bei der Microsoft übertragen lassen. So, Forms. Da hoffen wir mal, dass nicht irgendjemand 350 Forms in seinem OneDrive-Account hat. Ich denke dann nur mal, ja, könnte schon sein, weil das ist dann schon, dann hast du echt viele Leute geärgert, wenn du als Administrator dich darum kümmern darfst. Das ist dann, ja, also Freiwillige vor und du bist als Einziger stehen geblieben, während die anderen einen Schritt zurückgegangen sind. Ja, genau das. Und jetzt überlegen wir das mit Loop-Komponenten. Ich habe jetzt mal nur in Vorbereitung auf heute mal drauf geguckt. Ich habe in meinem Demo-Tenant, ich habe irgendwas um die 9.500 Loop-Komponenten da drin umherschwirren. What? So, mit genau 3 Usern. Davon sind 7.000. Ja, davon sind 7.000 in meinem persönlichen Kontext, weil ich einfach nur mal, also ich könnte ja mal aufräumen, könnte man sagen. Aber es ist ein Demo-Tenant, der wird irgendwann. So, jetzt überlege ich mir, das wäre jetzt mal, der ist entstanden halt in 12 Monaten. Das ist jetzt nicht viel, wenn man das mal so runterbricht. Aber jetzt würde dieser User, würde das Unternehmen verlassen. Ja, supi. Herzlichen Glückwunsch, Weihnachten, Neujahr, Ostern und was wir sonst noch an allen irgendwelchen religiösen Feiertagen über alle Religionen weltweit haben, das kombinieren wir auf einem Tag. Dann hast du genau den Effekt. Also verrückt. Ja, das kann es nicht sein. Das kann nicht das dauerhafte Konzept sein. Also definitiv nicht. Also da muss, also ich gehe auch davon aus, dass wir da noch was sehen werden, was so, ich sag mal, die Migration oder den Umzug solcher Komponenten möglich macht, weil stell mal vor, gerade in dieser Anzahl von Loop-Komponenten ist so Intellectual Property des Unternehmens halt so gebunden. Ja, und dann wird das, ja, Benutzerkonto, die Lizenz wird entfernt und das OneDrive geht dann den regulären Weg alles Irdischen. Dann beginnt die Freude. Ja, selbst wenn du, weißt du, das ist ja, das muss man sich ja überlegen. Kopieren heißt ja bei Loop nicht kopieren. Also es heißt zwar kopieren, aber es ist referenzieren. Das heißt, die erste Idee, die mir jeder so an den Kopf geworfen hat, ist doch total einfach. Wenn du gehst, wir kopieren die und dann packen wir die bei jemand anders hin. Sag ja, macht's doch mal und wartet doch mal ab, wenn dann mein Account stillgelegt wird. Dann werden eure ganzen tollen Dinger nämlich einfach nur weiße Felder sein. Weil wenn bei mir weg, dann ist bei euch dieser Referenzlink, der so tut, als wäre er eine Kopie, der tut halt dummerweise nur so. Viel Spaß. Also du kannst einfach, ich habe es noch nicht, und sie können es mir auch noch nicht beantworten, wie sie sich vorstellen, quasi das Besitztum an einer Loop-Komponente und der damit verbundenen Loop-Datei zu übertragen, also wirklich zu übertragen. Das ist aus meiner Sicht eine echt verrückte Geschichte. Und auch da, weil wir vorhin schon mal so geflaxt haben, ja, wir haben 3 Speicherorte. Wir haben OneDrive, wir haben SharePoint und dann haben wir dieses Verrückte, was seit neuestem SharePoint Premium heißt, vorher dieses Syntax Repository Services. Können wir jetzt beide uns auch ganz kurz drüber amüsieren. Ja, wenn Sie nicht weiter wissen, hängen Sie erst einmal den Begriff Premium dran, dann wissen wir unter Umständen, es kostet demnächst einfach Geld. Ja, klar. Hat aber Syntax Repository. Ja, also Syntax Repository Software hat vorher auch Geld gekostet, aber es ist der Teil, den wir halt noch nicht, den wir noch nicht sehen. Das ist irgendwo in SharePoint, ja, die Loop App, die speichert da alles hin. Also jetzt die von dir erwähnten, wir haben x verschiedene Speicherorte. Macht das doch jemand mal klar. Wenn ich es in einem Teams-Chat mache, kann ich es mir angucken. Weiß ich, wo das Ding steckt. Wenn ich es in einer Kanalunterhaltung mache, dann weiß ich auch, wo es steckt. Ja, kann ich es mir auch angucken. Wenn ich das gleiche Ding in der Loop-App selber auf einer Seite anlege, dann komme ich nicht hin. Also ich kann dann zwar auf einen vermeintlichen Link klicken, gibt aber eine Fehlermeldung. Ja, traumhaft.
Ja, wer zu erklären, nicht nur für den Endanwender, sondern auch für den Helpdesk und auch für die Administration, die sich dann damit rumärgern dürfen, zu sagen, na, wo ist eine Loop-Komponente hin? Ja. Ja, das verstehen wir ja untereinander schon nur schwer, wenn du dich nicht Tag ein, Tag aus damit beschäftigst. Also wenn du quasi sagst, du hast eine Applikation, die speichert etwas in einen für dich nicht zugänglichen Bereich. Also da werden ja alle, die etwas länger mit dieser Company unterwegs sind, immer nervös, weil da denkst du immer, wo landet denn das? Also spätestens, wenn mein Datenschutzbeauftragter mich dann fragt, kannst du mir zeigen, dass das in Deutschland oder in der EU liegt? Ja, es liegt in SharePoint. Wo? Ja, hier in SharePoint. Wo? Ja, aber das ist doch der, wir wissen doch, es werden noch die Datengrenzen meines Mandanten eingehalten. Und wenn man da die Datengrenze in Deutschland ist, dann muss es doch in Deutschland liegen. Oder? Können wir sprachlich quasi von mir so leicht hochgezogene Augenbrauen symbolisieren? Also ich versuche jetzt mit dem linken Auge vollkommenes Vertrauen in deine Aussage zu simulieren, während mein rechtes Auge dir versucht zu verstehen. Wir lassen es mal beim Glauben. Vielleicht kommen wir beide in den Himmel oder wo auch immer hin. Ja gut, das ist ja gerade mal, also selbst wenn es die Weihnachtssendung ist, also wir müssen jetzt hier nicht in die religiösen Tiefen dieser Behauptung abschweifen. Das ist jetzt gar nicht das. Aber wir kommen auf ein ganz kleines anderes Thema noch zu sprechen, nämlich wir haben ja so eine mehrjährige Historie. Denn du hast mir damals das Thema MCT näher gebracht. Also ich habe das Skillcom in Münster Cloud-Technologien und Exchange schulen durfte. Ja. Hast du denn überhaupt noch Berührungspunkte so zu offiziellen Microsoft-Schulungen? Nee, gar nicht mehr. Also ich bin da ja ganz transparent, was dieses Thema angeht. Ich habe ja meine Firma und dieses Thema, also die Skillcom kommt ganz klassisch aus dem, was du gerade gesagt hast. Wir kommen aus diesem Trainingsbereich. Das war ja Jahrzehnte mein Steckenpferd. Know-how-Transfer, also so möchte ich das auch immer, also das ist so mein Lieblingswort, weil Schulung klingt immer für mich so, es kommen 12 Leute oder 8 oder 4 oder wie auch immer, die sitzen 1-2 Stunden, 3-4 Tage vor dir und danach können die das alle. Ja, ist ja dummerweise. Ist doch so, oder? Ja, natürlich. Also es glaubt jeder, aber wir wissen, das ist, also ich sage immer, es ist ähnlich wie Führerschein machen. Du darfst Auto fahren. Richtig lernen tust du es in den Jahren danach. Wenn dann Erfahrung und Co. dafür sorgen, dass du nicht bei jedem Bremslicht erst einmal auf den letzten Drücker voll in die Eisen steigst, sondern vielleicht vorher schon den Instinkt hast, das wird ein bisschen eng da vorne. Ich mache schon mal ein bisschen langsamer. Mhm. Also unabhängig davon, zu dem Thema Schulungen. Das hat sich ja generell einfach anders entwickelt, weil wir lernen heute anders, zum Glück, als früher. Es gibt... Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Es gibt da auch viel mehr Optionen. Ich sage immer so salopp, naja, wenn meine Kaffeemaschine unten nicht mehr will, dann frage ich erst einmal eine mir zugeneigte Suchmaschine oder einen Assistenten, der mit mir durch die Gegend fliegt. Dem schreibe ich da rein, Modell, was du das nicht, gib mal Antwort. Ja. Ja. So, also wir lernen auch über Social Media, über YouTube und Co. Ja. So, und wenn das halt dazu führt, dass du jetzt sagst, wie sieht denn das rund um das Thema Loop aus? Das ist noch sehr dünn gesät, wie du da Know-how-Transfer machen kannst. Das ist für mich ein Thema, was du sehr stark über Multiplikatoren in dem Unternehmen spielen musst. Weil wir können von außen immer ganz viel auf Dinge drauf gucken, aber ich bin dazu übergegangen mit Kunden, und dann ausgewählten Power-Usern und Co., die auch Lust auf so ein Thema haben, sich auf was Neues einzulassen, 5, 6, 7 für das Unternehmen sehr relevante Use-Cases zu entwickeln und mit denen mal hausieren zu gehen. Und dann habe ich noch meine 4, 5 eigenen, mit die ich dann immer noch oben drauf packe, damit man es an einem Beispiel hat. Mhm. Immer im Rahmen des für das Unternehmen geltenden Leitplanken. Ja, es ist definitiv ein Learning-by-Doing-Thema, ja. Und das kann man ja gar nicht bezeichnen. Und es ist verrückt. Also mir passiert es so oft, man mag es kaum glauben, aber ich bereite mich immer noch regelmäßig auf solche Themen vor. Also nicht so, ich habe irgendwo einen Foliensatz und den kloppe ich mal um die Ohren, sondern ich mache einfach ganz viel mit, lasst uns mal zusammen gucken. Und das ist ja das Schöne an diesem Loop-Thema. Du kannst es sofort für alle greifbar machen, was da passiert. Aber wir erleben es so oft, dass ein Ding morgens anders aussieht als nachmittags.
Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, weil dann halt irgendetwas freigeschaltet wird, was vorher noch in der Preview oder sogar in der Dogfood-Umgebung war, wo du manchmal denkst so, okay, wir müssen leider die erste Stunde von heute Morgen gerade in die berühmte Tonne treten, weil geht jetzt. Ja, aber das ist für mich immer einer dieser Joker-Momente als Trainer, wenn ich sage, das ist Cloud, live und in Farbe. Ja, also es haben sich ja ganz viele Leute darüber amüsiert. Ich habe vor einiger Zeit habe ich mit einem Kollegen zusammen haben wir einen Loop Learning Kurs aufgenommen. Also wir haben einmal so 2,5 Stunden Basics gemacht, haben mal Vertiefung gemacht und in der Pause, ich hatte die Kaffeetasse in der Hand und war gerade am Weintrauben futtern und gucke rechts, weil die beiden Rechner nebeneinander stehen und sie halt rechts in dem Moment dieses Symbol im Teams-Kanal auftauchen, weil der Browser refreshed hat. Man hätte es aufnehmen sollen. Also ich glaube, also Comedy pur. Also ich habe echt so das nahezu Kaffeetasse aus der Hand gekullert. Ich bin wie so ein kleines Kind durch dieses Studio gerannt, hatte also leicht erhöhte Stimmlage. Hast dich und da ran ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil da warte ich schon sehr lange drauf, dass das aus dem persönlichen Kontext in diesem, aus diesem Ich, in diesen Wir-Kontext in unserem großen Kommunikation- und Kollaborations-Hub Teams einfach kommt, weil dann ist es da, wo es hingehört. Es ist unsere Komponente, unser Inhalt und fertig. Also ich bin da super transparent. Die Leute sind immer total genervt von mir, weil ich sage, es gibt im Arbeitskontext ganz wenig Dinge, die ausschließlich mir gehören. Das ist meine Gehaltsabrechnung, mein Arbeitsvertrag und vielleicht noch eine Essensverabredung. Alles andere gehört irgendwie der Firma und gehört für mich in den transparenten Zusammenarbeitsraum. Also raus aus OneDrive und Co., raus aus meinem Outlook, irgendwo hin, wo jeder Zugriff hat, wenn ich morgen nicht mehr komme, weil ich krank bin, weil ich keinen Bock mehr habe, weil sich unsere Wege trennen, ohne dass da irgendein Administrator noch eine halbe Stunde mit der Hand am Arm irgendwas durch die Gegend schaufeln muss. Deswegen muss es dahin, wo es jetzt endlich angekommen ist. Das ist ja schon fast so was wie das Wort zum Sonntag. Vor dem Hintergrund, dass es ja die Weihnachtsausgabe ist, was denn dein ganz persönlicher Weihnachtswunsch rund um Microsoft Loop, den Microsoft Year unter den Gabentisch legen könnte, so fürs nächste Jahr und für die Freude dann noch mehr, also für noch mehr Freude an Microsoft Loop. Ich diktiere dir kurz meine Wunschliste und rufe dich dann kurz nach Weihnachten an. Es gibt drei große Wünsche, die ich habe. Der erste ist, dass wir die Komponenten auch in OneNote integrieren können. Weil sich OneNote bei ganz vielen Kunden als wirklich das zentrale Protokoll, Wiki und alles mögliche Thema etabliert hat. Und wenn wir dort hingehen können und können Loop-Komponenten und Sonstiges hineinpacken, dann wird das dringend ist das aus meiner Sicht dringend notwendig, um Unklarheiten zu beseitigen und um auch klar zu machen, weil das ist ein Mythos, der gerade ganz viel mir begegnet, dass Loop das neue OneNote wäre, weil es optisch dem Thema sehr ähnlich ist mit diesem Aufbau, wie so Arbeitsbereiche und Co. funktionieren. Da klickert es gerade bei, und da werden gerade ganz viele Ängste generiert, aber jetzt, wir haben doch jetzt 3 Jahre lang haben sie uns erzählt, nehmt einfach OneNote, weil da könnt ihr das reinpacken und neu sortieren. Und jetzt kommen sie mit was Neuem. Nee, bleibt so. Das ist das Erste. Ich weiß, dass es kommt. Ich habe es auch schon live in Farbe gesehen, dass es funktioniert. Von daher, also ist so ein bisschen so wie das Kind, was das Weihnachtsgeschenk schon gesehen hat und jetzt hofft, dass es auch unter den Weihnachtsbaum kommt und nicht irgendwie wieder umgetauscht worden ist oder zurückgegeben wird. Oder okay. Es war doch nicht für mich selber, sondern es kriegt der Nachbar. Oh, ja, also, falsch beschriftet. Ja, nee, war nicht für dich, war für deinen Bruder. Ich habe Bruder? Ja, genau. Also, das ist das OneNote-Thema. Das Zweite ist, dass es durch die anderen klassischen Office-Applikationen auch durchzieht. So, jetzt können wir beide uns natürlich trefflich in die Augen gucken, weil mein Horrorszenario ist, du nimmst so eine Loop-Komponente, du hast eine Präsentation, du hast die Präsentation live und irgendjemand, ohne es zu wissen, macht an dem, weil es ja ein Referenzobjekt sein könnte, ändert gerade was. Es läuft dann unter dem Motto PowerPoint-Karaoke. Sie sagen mir, was hinter mir gerade passiert, damit ich Ihre Mimik verstehen kann. Ja, das wäre dann vielleicht so.
Das wäre das Zweite, weil es für mich einfach, wir haben schon in Word Online ist schon da, aber es geht noch nicht in Excel und es geht noch nicht in PowerPoint. Das wäre, glaube ich, für viele Anwender auch nochmal schlüssig, weil dann hast du diese klassischen Komponenten, in denen noch ganz viele von uns denken, nämlich Word, Excel, PowerPoint und das heilige OneNote, dann hast du alles abgedeckt. Dann ist eine Diskussion einfach abgeschlossen. Und der allergrößte Wunsch, und den haben sie aber auch, zumindest haben sie auf der letzten großen Konferenz, und die ist jetzt gar nicht so weit weg von Nikolaus gewesen, haben sie gesagt, dass auch du das Zusammenarbeiten mit Externen dir für nächstes Jahr vorstellen kannst. Übrigens, wer das mal ausprobieren will, der nimmt ein privates Microsoft-Konto, also Hotmail, Outlook und DE, und mach da drin mal Loop auf. Da kannst du nämlich andere Adressen einladen. Da geht's schon. Dann weißt du, wie es funktioniert. Es ist unglaublich. Dann schauen wir mal, was der Weihnachtsmann mit diesen Wünschen für das nächste Jahr so machen wird. Christoph, ich danke dir für deinen Besuch in diesem Podcast. Es war wieder ungemein spannend, so viel Neues und Interessantes über Loop zu erfahren und zu lernen. Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte meinen Spaß und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, die uns beiden zuhören, aus unserer Flachserei die für sich notwendigen Schlüsse nochmal ziehen können. Es ist ein interessantes Tool, aber nicht einfach nur ausrollen, es Unternehmen und vor allen Dingen die verschiedenen Zielgruppen zu dem Thema mitnehmen. Sonst wird es ein sehr schwieriges Unterfangen, das wie mit allen anderen Dingen in der Microsoft 365-Welt, das zielführend und erfolgreich zu implementieren. Das wäre jetzt quasi mein Weihnachtswunsch, dass das alle nochmal mitnehmen. Das werden sie.